Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 25 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und Sie werden an meiner Stimme gemerkt haben, dass ich verkühlt bin, dass ich Schnupfen habe und es kann sein, dass ich zwischendurch mal huste und niese. Ich bitte schon jetzt um Entschuldigung. Heute möchte ich einführen in das, was ich in den nächsten Zeichensetzungen vorhabe, nämlich Literatur, Texte besprechen, die entstanden sind in einer Zeit, als Europa, das Abendland, schon christlich gedacht hat und geglaubt hat und sich nun aus bestimmten Gründen auf die antiken Texte zurückberuft, sich an sie erinnert, an ihren polytheistischen Glauben und sie ganz neu beschreibt und in Literatur verwandelt. Bis jetzt haben wir Texte uns angeschaut, die zeitgleich entstanden sind von Autoren zu dem polytheistischen Glauben. Sie weisen eine große Nähe zu polytheistischen Glaubensvorstellungen auf. Wir haben uns Texte der Sumerer, der Griechen, der Römer, der Kelten, Germanen und Finnen angeschaut. Und diese Texte waren doch noch sehr nahe an den Vorstellungen der Menschen, dass es so etwas wie viele Götter geben würde und nicht nur den einen metaphysisch-transzendenten Gott der monotheistischen Religionen. Jetzt schauen wir uns Texte an, die eben in einem christlichen Umfeld entstanden sind in Europa, die von glaubensfernen Berichten der Autoren zu diesen polytheistischen Vorstellungen, die aber antike Stoffe und Texte, Mythen aufgreifen, die griechischen Götter in gewisser Hinsicht wiederbeleben und neu andenken. Diese Texte sind also Bearbeitungen, Modernisierungen antiker Texte und entsprechen den jeweils zeitgenössischen Vorstellungen. Und der Schwerpunkt der Literatur, die wir uns anschauen wollen im Folgenden, liegt auf der Zeit um 1800 und dann auf dem späten 20. und 21. Jahrhundert. Die Texte greifen also die polytheistische Welt auf mit ihren Merkmalen. Sie halten sie für interessant aus bestimmten Gründen und modernisieren sie bewusst. Das kann man sagen, als eine bewusste Modernisierung, zumindest was die Klassik angeht, die deutsche Klassik um 1800. In diesen Texten wird deutlich, dass die Autoren nicht mehr an die vielen Götter glauben, aber dass sie eben aus verschiedenen Gründen ein Interesse an ihnen haben und an den Texten, die diese vielen Götter zum Thema haben. Und wir müssen uns fragen, welches Interesse haben sie? Was wird für bearbeitenswert gehalten an den antiken Texten? Und es wird sich zeigen, dass der Schwerpunkt des Interesses sich jetzt auch von den Inhalten auch auf die Form verlagert. Die Bearbeiter interessieren sich ganz stark für die formale Gestaltung der antiken Texte. Und das heißt konkret, sie interessieren sich bei den Schauspielen für die aristotelische Poetik, also die Lehre von den Dramen, von der Literatur, den Schauspielen im Unterschied zur Lyrik und zur Epik. Wir beginnen mit der Zeit um 1800. Wir werden uns Texte von Goethe, Schiller, Hölderlin und auch Kleist anschauen, die auf diese
antiken Texte zurückgehen, sie aufgreifen und neu bearbeiten. Wir überspringen damit die Epoche des Renaissance, Barock. Und ich möchte es nur in einem kurzen Überblick noch einmal zur Sprache bringen, was in dieser Zeit mit den antiken Texten, mit der antiken Literatur geschieht. Wir beginnen also dann ausführlich mit der Klassik und werden uns dann dem 20. Jahrhundert zuwenden, einzelnen Autoren, einzelnen Werken und auch ganz zeitgenössischer Literatur, Literatur, die erst in den letzten Jahren geschrieben worden ist. Also ein kurzer Überblick über die Wiederentdeckung der antiken Texte in der Renaissance, der Humanismus. Mit dem Fall von Konstantinopel und schon vorher beginnt der Exodus der griechischen Gelehrten aus Konstantinopel nach Italien in den Westen. Sie bringen die griechische Sprache erneut zu uns herein, sie bringen Übersetzungsmöglichkeiten dadurch zu uns hinein. Wir entdecken wieder die griechische Philosophie, die griechischen Mythen und das macht sich dann deutlich auch in der bildenden Kunst, die diese Gestalten aufgreift. Und nun kommt es schon 1498 zur ersten Übersetzung der aristotelischen Poetik ins Italienische. Das ganze Mittelalter kannte ja so etwas wie ein Schauspiel, ein Drama, ein Theater nicht. Das gab es im ganzen Mittelalter nicht und jetzt wird es im 16. Jahrhundert neu erfunden und einer der ersten und berühmtesten, bis heute zu Recht berühmtesten Dramatiker und Autoren von Schauspielen ist Shakespeare geworden. Shakespeare hat in London das Globe Theatre gegründet und greift nun in seinen Stücken auf diese antiken Mythen auch zurück, die er kennengelernt hat in der Schule, in seiner humanistischen Bildung, in einer Bildung, in der man Latein liest, in dem man einen Vergil, einen Ovid liest. Und viele dieser Mythen sind in seine Werke eingegangen, bearbeitet, manchmal bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet. Da es nichts gab, auf das Shakespeare zurückgreifen konnte, weil, wie gesagt, das ganze Mittelalter im Abendland keine Schauspiele produziert hatte, war er auch darauf angewiesen, alles neu zu schreiben. Und er hat halt einfach auch sehr viel geklaut an Themen. Er musste ja sich Stoffe suchen. Und so war es natürlich, dass er sich diesen antiken Texten und Mythen zugewandt hat. Seine eigenen Dramen. Ich erinnere an Julius Caesar, Caesar und Kleopatra, greifen auf die römische Geschichte zurück und eigentlich behandeln sie in dem Sinne nicht die polytheistische Götterwelt der Griechen und Römer. Dazu hin hat Shakespeare auch noch eine Form des Schauspiels gewählt, die sogenannte offene Form, in der er die aristotelische Poetik, Dramentheorie selbst nicht angewandt hat. Aber wie gesagt, sie kommt nun eben im späten 15. Jahrhundert schon nach Italien und dann kommt sie im Barock tatsächlich nun eben auch nach Mitteleuropa. Gerade die Franzosen greifen nun diese aristotelische Dramentheorie auf. Wenn wir uns die barocke Welt anschauen, so finden wir die griechischen Götter vor allem in den Bildern, in den Ölgemälden. Ein Apoll, ein Ares, ein Bacchus, eine Diana werden sehr häufig abgebildet. Aber in den Epen, in den Dramen, sind sie weniger thematisch aufzufinden als formal
eben wie gesagt in der Dramentheorie. Zu nennen sind da Jean-Baptiste Racine und Pierre Corneille. Racine 1639 bis 1699, Corneille 1606 bis 1684. Und Corneille hat nun ein Essay geschrieben, Trois Discours sur le Poème Dramatique, 1660, in dem er nun die aristotelische Dramentheorie aufgreift und sie zu einem Regelwerk auch mit ausbaut. Und gerade die barocken Dramen halten sich nun ganz streng an Regeln, die sie in der aristotelischen Poetik vorzufinden glauben. Aber man wird zeigen können, dass sie dabei die aristotelische Poetik in wesentlichen Momenten verändern und dem zeitgenössischen Geschmack anpassen. Was sagte Aristoteles in seinem Werk Poetik? Er charakterisiert unter anderem das Schauspiel, das Theater, die Komödie und die Tragödie. Und wichtig ist für uns jetzt vor allem die Charakterisierung der Tragödie, so wie sie Aristoteles gibt. Erstes Moment ist, diese Dramen müssen die Wirklichkeit, die Wahrheit, die Wirklichkeit nachahmen, die sogenannte Mimesis-Theorie. Was man da auf der Bühne sieht, im Theater sieht, muss wahrscheinlich sein, muss einer Realität in gewisser Hinsicht ähneln. Und dann definiert er das wesentliche Moment so eines Schauspiels, nämlich die Einheit der Handlung. Aristoteles selbst kennt nur die Einheit der Handlung und nicht die drei Einheiten. Das ist dann erst eine Erfindung des Barock, was wieder beweist, dass die griechische Antike noch in der klassischen Zeit, wie Philosophen sagen, die Identität einer Person gleichsetzt mit ihrer Handlungsweise. Also die Charaktere, die in den Schauspielen entwickelt werden, dargestellt werden, zeigen sich in der Art und Weise, wie sie handeln. Und nun sind diese Schauspiele, kennen folgende Personage, einmal die Schauspieler, einen, zwei, dann schließlich drei, dann schließlich mehrere Schauspieler und ganz wichtig den Chor, der die Öffentlichkeit darstellt und das Geschehen, was zwischen den Schauspielern stattfindet, die Dramatik kommentiert. Vom Ablauf ist ganz klar, es gibt eine Exposition, in der der Konflikt dargestellt wird, die sich entwickelt, dieser Konflikt, dann bis zur Peripetie, bis zu dem im dritten Akt einzusetzenden Moment, was genau den Umschlag gibt, und dann kommt ein retardierendes Moment und schließlich im letzten Akt die Auflösung, das tragische Ende. Ein Merkmal dieser Aktion soll Eleos und Phobos sein. Eleos das Jammern und Phobos das Schaudern. Der Zuschauer soll das, was da auf der Bühne geschieht, mit einer Erregung anschauen, die zur Reinigung seiner Affekte führt. Katharsis, das Moment der Katharsis. Und zur Zeit von Aristoteles ist diese Reinigung noch nicht moralisch gemeint. Das haben dann die Literaturwissenschaftler und Philosophen und Religionswissenschaftler immer mehr herausgearbeitet. Die griechische Antike denkt noch nicht moralisch, sondern unter dem Charakter der Nützlichkeit. Das ist der Begriff der Tugend,
der in dieser Zeit mit dem Tauglichen gleichgesetzt wird und nichts mit unserer moralischen Tugend zu tun hat. Dann gibt es die sogenannte Anagnorisis-Szene. Am Höhepunkt der Handlung erkennen sich zwei Personen wieder in der Regel, oder eben es wird erkannt, was der wahre Kern der im Hintergrund der Handlung ist, und es kommt zu einem Umschlag, der dann zum tragischen Ende führt. Und dann gibt es noch ein wichtiges Moment, was auch immer wieder dort auftaucht in diesen Dramen, ist, das ist der Deus Ex Machina, ein Gott, der in der antiken Theater mit einer wirklichen Kranvorrichtung auch in das Schauspiel reingebracht wurde und sozusagen den Beschluss der Götter über die Menschen versinnbildlichen und auch zur Lösung des Konflikts beitragen. Das sind so die wesentlichen Momente, einfach gesagt, der aristotelischen Tragödientheorie. Und die barocke Schauspiel-Theaterkunst greift dieses Regelwerk auf und verändert sie zeittypisch. Von nun an gilt, dass die Tragödie tatsächlich nur einer Personage vorbehalten ist, die der Aristokratie entstammt. In der Komödie kommt das niedere, gemeine Volk auf die Bühne. Die Tragödie kennt nur Helden, die aus der Aristokratie stammen, aus dem Adel, Könige oder große Heroen. Genau. Die Einheit der Handlung wird erweitert um zwei Momente, nämlich um Ort und Zeit. Und schließlich sagt man, dass die Dramentheorie kenne drei Einheiten: Ort, Zeit und Handlung. Gerade die Verräumlichung, die wir seit der Renaissance auf allen Ebenen spüren, zeigt sich auch hier in der Lehre von der Einheit des Ortes, die nun auch eingehalten werden muss. Die Katharsis wird nun tatsächlich eindeutig zur moralischen Reinigung. Das Publikum soll in Rührung und Schrecken versetzt werden. Und auf der Bühne wird ein Konflikt gezeigt, der zwischen Leidenschaft und Pflicht hin und her geht, zwischen dem Wollen und dem Müssen der Tragenden, der Protagonisten. Und es wird in diesen Stücken schließlich die Pflicht siegen und sehr oft das Ende ein tragisches sein. Corneille hat so eine Medea geschrieben, einen Ödipus, Racine eine Iphigenie und eine Phaedra. Und schließlich hat sogar Molière in einer seiner Komödien die griechische Götterwelt aufgegriffen, indem er nun tatsächlich auch mit einem positiven Ende, was eigentlich nur dem gemeinen Volk vorbehalten war, sozusagen in der Komödie, die Götterwelt hereingeholt. Das ist gemeint, ist das Stück Amphitryon von 1668, in dem er eigentlich beschreibt die vielen Liebschaften Ludwig des 14. und ihn sozusagen mit Zeus vergleicht, der ja nun sich Alkmene in der Gestalt ihres Gatten genähert hat. Auch hier noch im barocken Drama haben wir einen Deus Ex Machina, das ist sehr oft ein Königsbote. Gerade bei Molière ist das auch sehr schön zu beobachten im Tartuffe. Wenn die Handlung so weit fortgeschritten ist, dass aus der angelegten Komödie eine Tragödie werden könnte, wie im Tartuffe, in dem der Heuchler Tartuffe so Oberhand gewinnt in der Familie, in der bürgerlichen Familie, dann kommt ein Königsbote und rettet
diese in die Bredouille geratenen Bürger durch Aufklärung, durch einen Brief. Und es kann Gott sei Dank zu einem glücklichen Ende kommen. Also so geht sozusagen das Barock dann nun mit der aristotelischen Poetik um. Und das wird dann nun auch, jetzt komme ich an die Zeit der deutschen Klassik und des späten 18. Jahrhunderts, in Deutschland aufgegriffen und erfährt wiederum eine Modernisierung. Die Poetik wird zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt 1753 und dann setzt sich vor allem auch Lessing in seiner hamburgischen Dramaturgie 1767 bis 69 mit diesem barocken Regelwerk auseinander und kritisiert es. Phobos und Eleos wird bei ihm zu Furcht und Mitleiden und bekommt so ein emphatisches Moment. Wir befinden uns ja jetzt im Zeitalter der Empfindsamkeit und jetzt ist es so wichtig, sich einzufühlen in den Helden, mitzuleiden, was er erlebt. Das bringt eine gewisse Verinnerlichung auch der Thematik und das werden wir dann eben auch sehen, wenn wir uns zum Beispiel einer Iphigenie von Goethe zuwenden werden. Er kritisiert auch, dass die hochwertigen Schauspiele, die Tragödie, nur dem adligen, aristokratischen Personal vorbehalten sind und es entsteht so etwas wie das bürgerliche Trauerspiel, in dem nun Menschen wie du und ich, Bürger, einfache Menschen, ein tragisches Schicksal erleiden. Also, wir im späten 18. Jahrhundert greifen nun Autoren auf die antike Dramentheorie des Aristoteles zurück, modernisieren sie, und zwar sowohl formal als auch inhaltlich. Und ich möchte da vor allem Stücke behandeln von Goethe, einmal die Iphigenie, und von Kleist, Sie werden lachen, den zerbrochenen Krug, und Penthesilea vor allem, und dann auch das Stück Amphitryon, was man dann auch sehr gut mit dem Molière'schen Amphitryon vergleichen kann. Inhaltlich verlagert sich die Handlung, wie gesagt schon bei Lessing angelegt, ins Innere der Personen. Der tragische Konflikt ist ein Konflikt im Gewissen der Personen in gewisser Hinsicht und eine Verinnerlichungstendenz. Und formal wird auch in dieses aristotelische Regelwerk eingegriffen, zum Beispiel was die Rolle des Chors bei Aristoteles betrifft. Das wird neu und spannend inszeniert. Gerade bei Iphigenie fehlt der Chor, scheint der Chor zu fehlen. Und beim zerbrochenen Krug scheint er auch zu fehlen, aber ist tatsächlich explizit da und in einer sehr lustigen, sehr komödiantischen Variante. Das schauen wir uns an. Die Stücke halten ein, Zeit, Ort und Handlung. Es gibt Anagnorisis-Szenen. Es gibt einen Handlungsplot, was von Exposition zu Peripetie zum retardierenden Moment schließlich bis zur Auflösung führt. Es gibt ein kathartisches Moment, so etwas wie Furcht und Mitleiden, das den Zuschauer ergreift, wenn er das Geschehen auf der Bühne beobachtet. Und da ist die Diskussion anzusetzen um Pflicht und Neigung, nämlich auch hier ist diese die Pflicht, der Held in einer Tragödie eigentlich nachkommt, muss nun in einem neuen Gewand taucht in einem neuen Gewand auf, nämlich Pflicht und Neigung kommen zusammen, das Wollen und das Müssen kommen zusammen.
Und das ergibt nochmal eine vollkommen neue ethische Komponente. Auch der Deus ex machina, auch der ist nach wie vor zu bemerken und freilich in vollkommen moderner Form, sehr ungewöhnlicher Form. Und wie gesagt, bei Kleist wieder in einer äußerst witzigen Variante, die man, wo man nur also staunen kann, wie ein Autor auf so außergewöhnlich witzige Gedanken kommt. Kurz gefasst, also die Zeit des späten 18. Jahrhunderts greift zurück auf die aristotelische Dramentheorie, erneuert und verändert sie und passt sie dem Zeitgeschmack an. Wir werden uns im Weiteren auch Lyrik anschauen. Wir wollen uns anschauen Schillers Gedicht Die Götter Griechenlands von 1788 und die Elegie von Hölderlin Brot und Wein. Ich möchte da in allen diesen Werken der Zeitgeschmack, die Zeit, die Vorstellungen, die Wirklichkeitsvorstellung, die in dieser Zeit vorgeherrscht hat, spürbar werden, noch einmal kurz wiederholen. Ich habe in einer Season-Zeichensetzung Romantische Liebe, die vom Herbst 21 auf 22 gegangen ist, ja, Romantische Liebe, Texte behandelt, die von 1750 bis 1900 circa gereicht haben und haben ihnen gezeigt, wie da das Verständnis von Wirklichkeit in Europa durch eine neue Komponente dynamisiert wird, nämlich durch die Zeit. Es ist eine Epoche, in der die Zeit als Entwicklungsmoment verstanden wird. Das ist in der barocken Welt nicht. Da haben wir zyklische Zeit, ein zyklisches Zeitverständnis. Nun wird es die Zeit als eine etwas, was sich entwickelt im Vorher und Nachher. Und dieses Entwicklungsdenken, was im 18. Jahrhundert um die Mitte einsetzt, kippt dann im 19. Jahrhundert in das Fortschrittsdenken um. Es ist die Zeit der Industrialisierung. Und nun wird jetzt im 18. Jahrhundert, noch im Unterschied zum 19. Jahrhundert, von folgenden Vorstellungen ausgegangen. Wenn man die Zeit als etwas ansetzt, was Veränderung im Laufe der Zeit bringt, so kann man sagen, dass für das 18. Jahrhundert gilt, je früher, desto besser, je später, desto schlechter. Je früher eine Handlung anzusehen ist, je näher sie dem Anfang einer Handlung steht, desto besser ist sie, desto moralisch besser ist sie, desto heiliger ist sie. Und je weiter sich die Handlung entwickelt, desto verderbter wird sie. Desto korrumpierter werden die Gestalten, desto korrumpierter wird die Geschichte. Im 19. Jahrhundert kippt das genau um und der Anfang wird zum primitiven Moment, während das Ende nicht eine Korrumpiertheit zeigt, sondern eine Weiterentwicklung, eine Höherentwicklung zum Besseren. Das 18. Jahrhundert geht also davon aus, je früher eine Handlung zu setzen ist, desto näher ist sie dem Ursprung. Und der Ursprung der Welt ist der Gott als Schöpfer, das Heilige ist auch die Natur. Und im Laufe der Zeit entsteht eine immer größere Gottferne, immer größere
fortentwickelt von dem uranfänglichen, naturhaft Heiligen zu immer größerer Verderbtheit und Korrumpiertheit der Gesellschaft und der Menschen. Also die Entwicklung in der Zeit führt zu immer größerer Gottesferne, zu Säkularisierung, zu dem, was man Zivilisation beschrieben hat, und zwar im negativen Sinne. Gott geht verloren, der am Anfang noch da ist. Das sieht man an der korrupten Gesellschaft der adligen Hofes und auch in der Stadt. Wesen, die dem heiligen Anfang näher stehen, damit Gott oder dann, was die Weltgeschichte angeht, den Göttern, haben werden positiver gesehen. Sie sind der göttlichen Präsenz, der Gegenwart Gottes noch näher. Und das ist das Zeitverständnis des späten 18. Jahrhunderts. Wir sehen eine große Nähe der Griechen auch zu ihren Göttern. Die Götter sind präsent, auch bei den Römern noch, da sind sie schon etwas entfernter. Beim Mittelalter ist mit einem transzendenten Gott dann schon eine ganz andere Gottesnähe bzw. Gottesferne angesprochen. Bis es dann in die Neuzeit kommt, in die Reformation, wo Gott nun auch, man sieht das ja auch in den Säkularisierungen, die damals die europäische Welt ergreifen, schon relativ abstrakt entfernt ist von der ursprünglichen Präsenz. Bei den Griechen konnte einem eine Aphrodite oder eine Artemis eben noch über den Weg laufen. Das ist also spätestens in der Reformation nicht mehr möglich. Und nun wird eben auch das zeitgleich auf die Welt im späten 18. Jahrhundert übertragen. Es gibt Naturvölker, den sogenannten guten Wilden, der eben diesem heiligen Anfang näher steht als der Städter oder der Aristokrat, der sich in Versailles am Hof bewegt. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert kippt das genau um und aus dem guten Wilden wird der Primitive, der Triebhafte werden. Das haben wir ausführlich in dieser Season besprochen. Das heißt aber auch, dass diese Verzeitlichung, die man nun auf die Geschichte und die Gesellschaft überträgt und anwendet, auch auf die Zeitgenossen angewendet wird. Das Ich des späten 18. Jahrhunderts ist ein Entwicklungs-Ich geworden. Die Menschen entwickeln sich von der Kindheit hin zum Erwachsenenalter und damit zu immer größerer Bewusstheit. Am Anfang ist der Mensch ein unbewusstes Wesen und dann entwickelt er ein immer größeres Bewusstsein und das größere Bewusstsein entwickelt sich im Mann stärker als bei der Frau. Kinder und Frauen sind im Unbewussten näher und damit der Heiligkeit und damit Gott und der Natur. Der Mann ist im 18. Jahrhundert ein vom Bewusstsein korrumpiertes Wesen, er ist verderbt auch, ist sozusagen, hat den Sündenfall erkennbar gemacht. Und die Frau ist ein unschuldigeres Wesen als der Mann. Das ist interessant, weil wir im Christentum ja nun jahrhundertelang genau die gegenteilige Vorstellung haben. Die Geschichte zeigt, des Ichs zeigt also eine immer größere Bewusstwerdung und damit auch Entfernung vom heiligen Anfang, vom Gott. Und damit zum Beispiel so etwas wie Gotteszweifel und Gottferne.
Und das so etwas werden wir auch ganz stark bei Iphigenie dann am Werk sehen. Gott wird nur noch im Ahnen fühlen, im Unbewussten erlebbar. Und insofern Frauen diesem Unbewussten näher stehen, sind sie ihm näher. Kommen eben in ihrer Reflektiertheit, in dem je reflektierter sie werden, wie eben Iphigenie, in einen Zwiespalt, in einen Konflikt. Das schauen wir uns dann genauer an, wenn wir uns die Iphigenie von Goethe anschauen. Diese Momente, diese Grundgedanken beschreiben sehr gut, was die Charaktere der Schauspiele, der Komödien und Tragödien um 1800 ausmacht. Die Hochhaltung der Frauen, die Naturverehrung, die heiligen Haine, der heilige Hain, in dem Orest ruht, der Zweifel Iphigeniens an den Göttern und. Das schauen wir uns im Einzelnen genauer an. Entsprechendes finden wir bei Kleist nun oft auch in komödiantischer Form wieder. Ich möchte noch auf einen letzten Aspekt hinweisen, der auch den Umgang mit der antiken Literatur letztlich angeht. Wir werden uns die Penthesilea anschauen. Das ist ein Stück, was ich liebe, das aber sehr eigentlich schwierig zu verstehen ist. Aber im Kleist'schen Denken ein entscheidendes Moment auf die Bühne bringt. Wenn wir noch mal uns in Erinnerung rufen, das 18. Jahrhundert verzeitlicht das Denken und damit auch etwas, was die Sprache betrifft. Es kommen Gedanken über den Spracherwerb auf. Und man sieht deutlich, wie auf einmal nun die Autoren, zum Beispiel Schlegel in der Lucinde, so ein kindliches Sprechen erfinden, finden und für interessant finden. Das Kind mit seinem Stammeln, mit seiner Unlogik, mit seinen Ausrufen, den unvollständigen Sätzen, seinem Gebrabbel zeigt eine Sprache, die eben noch nicht durchdrungen ist von der Logik, der Grammatik, der Erwachsenenwelt. Und diese Zunahme des logischen Denkens auch in der Sprache und in der Haltung der Sprechenden zu ihren Aussagen unterscheidet sich eben elementar von Menschen, die dem Unbewussten noch näher stehen, wie eben Kinder oder wie die Barbarin Penthesilea. Und sie sprechen noch die Sprache des Unbewussten. Sie machen eine Unterscheidung, die dann die griechische Logik auch ins Spiel gebracht hat, nämlich die Unterscheidung zwischen der wörtlichen Bedeutung und der übertragenen Bedeutung. Sie kennen diese Unterscheidung noch nicht. Und so kommt es dazu in der Penthesilea, dass der Konflikt zwischen Achill und Penthesilea, zwischen Mann und Frau eben auch ein Sprachkonflikt ist, ein sich nicht verstehen können, weil man von verschiedenen Voraussetzungen ausgeht. Das möchte ich auch noch einmal in den Mittelpunkt stellen, weil das eine so interessante Geschichte ist, die doch einiges erklärbarer, verstehbarer macht, was uns sonst an diesem Stück vielleicht auch in gewisser Hinsicht abstoßen mag. Also das kommt in den nächsten Wochen auf uns zu. Und dann werden wir im,